Moin Leute und willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video werden wir wie angekündigt oben anfangen und das heißt, wir reißen oben einiges raus. Wir haben ziemlich viel Styropor oben, was raus muss. Diese komischen Zwischenwände kommen raus. Der Räucherofen soll weg und ja, das wird wahrscheinlich in ziemlich viel Abfall enden, Bauschutt und. Und da das alleine kaum zu schaffen ist, haben wir uns ein bisschen Hilfe geholt, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. So, das Ergebnis des heutigen Tages.
Ja, wir haben ziemlich viel geschafft, vor allem am Wochenende natürlich mit tatkräftiger Unterstützung. Vielen Dank nochmal an unsere Helfer. Alleine hätten wir deutlich, deutlich länger gebraucht und das hat auch richtig motiviert, so gut voranzukommen. Wir haben in allen Räumen, sowohl unten als auch hier in dieser Etage, die Tapeten entfernt. Wir haben hier oben im Dachgeschoss sämtliche Zwischenwände entfernt. Der alte Räucherofen ist weg und jetzt sieht man erstmal, wie groß hier eigentlich der ganze Platz ist. Wir haben angefangen, hier oben den Putz abzuschlagen. Wir haben unten teilweise den Putz weiter abgeschlagen. Und jetzt gibt es nur noch wenige Fachwerkwände, wo Putz dran ist, die wir dann noch entfernen müssen. Wir haben sämtliches Styropor innen aus dem Haus entfernt. Das ganze Dach hier war ja mit Styropor verkleidet, so mehr schlecht als recht. Man merkt aber trotzdem einen Unterschied, das ist jetzt deutlich heißer hier oben. Aber gut, wir werden das Dach ja eh wieder dämmen, diesmal vernünftig. Ja, die ganzen Anhänger haben wir auch weggefahren. Wir haben ja 4 Anhänger schon direkt beladen und ich habe gerade eben noch einen Anhänger voll mit Styropor und Gipsplatten mit Styropor dran beladen und den bringe ich morgen weg. Ja, also wie ihr seht, es geht voran und ich will jetzt mich die Tage auch mal um die Photovoltaikanlage kümmern und anfangen sie zu montieren. Also ihr dürft gespannt sein und auch sonst gibt es hier noch ziemlich viel zu machen und ja, ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Es ist sehr viel passiert und wenn das so war, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr keine weiteren Videos hier zum Haus oder zu sämtlichen anderen Projekten, die wir so haben, verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann Leute und tschüss!